Hey, Süße! Was bringt so ein heißes Tentakelbabe wie dich an einen Ort wie diesen? Also ich bin hier, um dich zu sehen. Erkennst du mich nicht? Oder ich suche nach einem Tier. Nehmen wir doch mal das erste. Ich bin hier, um dich zu sehen. Wirklich? Was machst du heute Abend? Wie wär's mit dem Tentakelclub? Oh, was sage ich da? Ich kann doch nicht den Müll rausbringen und ein klasse Babe wie dich alleine lassen. Ja, gibt in meinem Kopf einfach keinen Sinn, was er da gesagt hat. Ich suche nach einem Tier. Tut mir leid, Süße, du bist am falschen Ort. Diese drei Menschen sind Problemfälle. Untrainierbar, ungehorsam, ziemlich daneben. Er ist nur neidisch, weil wir zwei Daumen haben. Irgendwann werdet ihr die Tentakel als eure Herren akzeptieren. Ha, ihr Verlierer könnt ja nicht mal Dreirad fahren. Siehst du, warum sie niemand als Tiere haben will? Ich hab mich verlaufen. Tschüss. Hey, ich habe auch keine Lust, hier zu sein. Das heißt jetzt, wir müssen hier die Katze aussetzen. Oder das Stinketier. Hey, keine Tiere. Du könntest die Menschen erschrecken. Ja, richtig. Ich glaube, der kontrolliert das Kraftfeld. Geh da weg, das ist mein Job. Müssen wir doch nochmal mit ihm reden wohl. Wie geht's, der Tentakeltyp? Oh, so wie immer. Ich hasse meinen Job. Mir ist langweilig etc. Erkennst du mich nicht? Nein, ich... Moment, bist du nicht die Bedienung aus dem Tentakelclub? Ich liebe diesen Club. Ich würde sofort dahin fahren, okay, wenn ich Zeit hätte. Gut, dann müssen wir wohl anscheinend erst was anderes Ich hab mich verlaufen. Machen, tschüss. Um da weiterzukommen. Hey, ich habe auch keine Lust, hier zu sein. Hier war ja noch hier rechts, da waren wir ja noch nicht... Da gab's diesen lustigen blauen Typen. Hallo, ich bin ein Tentakel. Ich möchte meinen Menschen für die Show anmelden. Oh, toll! Ja, ja, natürlich. Nimm dieses Namensschild, steck es ihm an und dann lass ihn in der Halle warten. Die Teilnehmer werden nach drei Kriterien beurteilt. Bestes Grinsen, bestes Haar und bestes Lachen. Danke, Tentakelkamerad. Im Gegensatz zu Menschen warst du sehr nützlich. Oh, danke. Es war mir ein Vergnügen. Boah! Das war mal ein gut aussehendes Tentakel. Ach, wir machen die alle klar heute. Ich weiß nicht, können wir denn noch irgendwas benutzen? Okay. Das macht keinen Sinn. So, dann müssen wir das Schildchen jetzt erstmal... mit unserem sexy Mumienboy. Und auf geht's! Ja, das ist der Geist! Jeder wartet auf den Anfang! Lasst uns mit der Show beginnen! Ah, nun geht's los! Ich bin schon ganz nervös! So, dann können wir jetzt hier gleich zur Show gehen. Genau. Jetzt müssen wir gerade mal schauen. Vielleicht ist der Typ im Gefängnis jetzt auch weg. Natürlich war das voll die falsche Tür. Ja. Wie geht's, der Tentakeltyp? Oh, so wie immer. Ich hasse meinen Job. Mir ist langweilig etc. Ich suche nach einem Tier. Nö. Ich sagte doch schon, du würdest sie nicht haben wollen. Und ich will kein Haustier sein. Okay, das klappt also so schon mal. Ich hab mich verlaufen. Tschüss. Hey, ich habe auch keine Lust, hier zu sein. So, dann gehen wir natürlich erstmal hoch zur Show. Hoppla, da hatte ich kurz rausgeklickt. Ah, hier waren diese nostalgischen Zimmer. Können wir da vielleicht noch was mitnehmen? Das erinnert mich an... Wie komme ich hier rein? Sieht doch so ganz lustig aus. Klassisch. Nicht mein Geschmack. Ein
scheint es hier nichts mehr mitzunehmen. Ah! Da sollten wir auch lieber raus, denn zum Purpur-Tentakel wollen wir ja eigentlich gar nicht. Ah, genau. Das und dann sagte ich zu ihr, das ist nicht mein Saugnapf. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal hier die Nudeln benutzen. Um die Haare schön zu machen. Einmal. Nicht so praktisch. Und den Lachsack bringen wir noch an. Oder Lachkasten. So, und dann können wir doch eigentlich jetzt, glaube ich, auch schon damit anfangen. Hey, wann beurteilt ihr das beste Haar? Ach, schon gut. Wobbel, 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 wobbel. Eigentlich finde ich ja den da mit dem Kragen am besten. Wahnsinn! Tolles Haar für eine einfache Mumie. Ja, sie hat etwas Fleischhaftes. Aber hat sie auch Sterne und Blitze? Nein, Harold ist immer noch besser. Aber wenn Harold, sagen wir mal, tot umfallen würde, bekäme die Mumie den ersten Platz. Einverstanden! Ah, da habe ich doch glatt was vergessen. Man muss sie nur schön machen, die Mumie. Also, Schönheit ist ja Ansichtssache, die liegt ja im Auge des Betrachters. Nein, wir müssen noch die Plastikkotze benutzen. Ganz gut, oh, Harold! Das ist toll! Was sammelst du da? Du solltest das den Richtern wirklich sagen, wenn du dich nicht wohlfühlst. Ups! Also, wie ist das hier reingekommen? Ich glaube, mir wird schlecht. Fühlt sich hier jemand nicht wohl? Ich fühlte mich gut, bis ich das sah. Ist das von dir? Nein, ich bin gesund. Hast du nicht gerade gesagt, dir würde schlecht werden? Das war nur im übertragenen Sinne. Weißt du eigentlich, dass du die ganze Show mit der Grippe angesteckt haben könntest? Aber ich habe alle meine Impfungen. Du siehst gesund aus, Harold. Aber du kennst die Regeln. Du bist raus. Und was für eine Schweinerei. Ich hasse es, hinter Menschen sauber zu machen. So, da kann unsere Pretty Mummy jetzt natürlich endlich den ersten Platz gewinnen. Wir begeben uns jetzt also in die richterliche Hochsicherheitszone. Und drängeln mal so ein bisschen rum. Huhu, schaut euch die Haare doch noch einmal an. Ach, schon gut. Boah, das sind die besten Haare, die ich hier an der Mumie gesehen habe. Dick und voll. Und saftig. Die Mumie gewinnt. Einverstanden. Juhu! So, jetzt müssen wir leider nochmal zweimal ansprechen. Wann wird denn endlich über das schönste Grinsen geurteilt? Ach, schon gut! Damit die hier alles erledigen. Ich mag den ruhigen Typ mit den großen Zähnen. Es steht nichts in den Regeln, dass sie weiß sein müssen. Der erste Platz geht an die Mumie. Einverstanden. Ja. Und noch ein Preis. Oh, das sieht also sehr unvorteilhaft aus hier auf dem mit dem Toga-Mann, der hier in Lila gekleidet ist, im Schritt. Könnt ihr ja gleich nochmal drauf achten. Ist jetzt mal bald das so beste schön? Lachen dran? Ach, schon gut. Okay, wer weiß den Witz? Ich komme gerade aus Deutschland. Da habe ich einen Berliner getroffen und ich fragte ihn, mit oder ohne Füllung?
Ein Klassiker! Ist schon toll, wie die Mumie das macht, ohne die Lippen zu bewegen. Ich sage, sie bekommt den ersten Platz. Einverstanden. Nun, das macht die Mumie zum Gewinner. Glückwunsch! Sie ist noch sehr gut erhalten. Ich vermisse das Lachen. Es ist Zeit, die Gewinne zu verteilen. Wir müssen bis Dienstag in Baltimore sein. Yo, unsere Arbeit hier ist getan. So sehen Sieger aus. Nun, Ted, hier trennen sich unsere Wege. Du hast bei der Rettung der Menschheit geholfen. Und das, obwohl du schon seit Tausenden von Jahren tot bist. Ich glaube, du bist mein... liebster Edison. Hui, das hat natürlich was zu heißen. Unterdessen. Sagen Sie, Leutnant, wie denken Sie wirklich über die Menschen? Ehrlich, Sir? Ich denke, sie sind dreckig. Obszön, faul, widerlich. Wie das Zeug in deinen Augen, wenn du wach wirst. Wie das Wachs, das sich hinter den Saugnäpfen bildet. Wie? Das reicht, mein Sohn. Ich wollte nur sicher gehen, dass du keiner der Menschensympathisanten bist. Jetzt, wo diese schreckliche Menschenshow läuft, wimmelt es überall von Menschenliebhabern. Ich bin kein Menschenliebhaber, Sir. Das ist gut. Nun hör mir zu, ich habe da einen kleinen Plan. So. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? Denn das ist mir nun gar nicht klar. Vielleicht kann ich... Das macht keinen Sinn. ...jemanden bestechen? Würdest du gerne? Ich habe schon alles, danke! Würdest du gerne? Ich habe schon alles, danke! So, vielleicht können wir den anderen Wärter ja bestechen. Ich schätze mal, der andere vor der Uhr steht nur... hier das andere. Wenn wir hier die Menschen freilassen. Oh, diese Uhrzeit macht mir super! Abendessen für zwei im Tentakelclub? Das muss ich meiner Frau sagen. Ich glaube, der kontrolliert das Kraftfeld. Ihr seid frei. Frei für was? Frei, um wild durch die Wälder zu rennen. Tolle Sache. Ich sagte, ihr seid frei. Also bewegt eure dicken, faulen Hintern und haut ab. Um dann für den Rest unseres Lebens von dem Tentakel mit Schnäuzer und dem großen Netz gejagt zu werden? Jo. Wenn wir abhauen, verfolgt ihr uns doch sofort. Wenn wir hier bleiben, haben wir es warm und bequem. Draußen müssten wir Käfer und Moos fressen. Ihr werdet gleich meine Faust fressen. Die Wälder sind voll von wilden Tieren. Löwen, Tiger und Stinktiere. Boah, ich hasse Stinktiere. Der Wern wird immer sympathischer. So, und jetzt kommt unsere Katze zum Einsatz. Hey, seht mal, ein Stinktier. Panik! Kommt zurück, ihr verrückten Menschen! Das dürft ihr nicht! Das ist ein ausbruchssicheres Gebäude! Ja, das hat man überall. Wer sagt, aus Cartoons gesagt. Könnte man nicht lernen? Was, Kätzchen? Back to the roots, runter in den Keller. Ob das wohl immer noch ins Labor runterführt? Ja, dann öffne es doch mal. Ob das wohl immer noch ins Labor runterführt? Geh zum Müll in Schachteln. Schauen wir doch mal. Wahrscheinlich nur Tentakelwinter, Winterkleidung.
letzte Freiheit. Da ist eine Klappe an der Seite. So.